Ja, ich habe mir auch ein bisschen Verstärkung mit ins Boot geholt und vielleicht sollte ich erstmal kurz mich vorstellen. Mein Name ist Martin Kolob und wie gerade eben schon gesagt wurde, beschäftige ich mich seit Jahren mit der Fotografie, insgesamt jetzt 14 Jahre. Und einer der wichtigsten Mitarbeiter bei Kolob und Gerst, und übrigens, mein Name ist nicht Kolob Gerst, also ich habe nicht den Herrn Gerst geheiratet, sondern es gibt auch noch Menschen, die leben und arbeiten sozusagen im Duo. Und ja, wir leben nicht im Duo, sondern aber wir arbeiten im Duo, der Marc Gerst. Daher kommt auch der Name Kolob und Gerst. Aber wie gesagt, die rechte und linke Hand des Teufels hier in Köln im Studio ist der Thilo Vorderbrück. Und er ist auch hier am Start. Ja, hallo, ich sitze hier In der ja, hinter Regie. den Kulissen, genau. Wir wollen heute, wie schon angekündigt, über den Kameramarkt sprechen und die Kameraentwicklung. Und vielleicht kann ich noch mal ganz kurz zu Calumet hin urteilen. Wo ist jetzt der Chat? Den sehe ich jetzt gerade noch nicht ganz, aber vielleicht poppt der irgendwann ja auf. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, aktuell kann ich sie nicht lesen, aber wir gucken, dass wir das vielleicht auch noch mal gleich geregelt bekommen. Ich habe so ein bisschen Kameras auf dem Tisch ausgebreitet vor mir, über die wir sprechen können und sprechen wollen. Und im Nachfolgenden möchte ich so ein bisschen, also ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Vortrag und dieses Thema hier. Und der Sinn und Zweck dieses Themas ist es, dass man irgendwie so ein bisschen vielleicht einen anderen Umgang mit der Technik bekommt. Das geht in vielerlei Hinsicht. Punkt Nummer eins, ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen oder schätzen, wie weit die Kameraentwicklung wirklich gekommen ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass so ein bisschen die Relation wegbricht zu dem, was die Hersteller in den letzten Jahren überhaupt erreicht haben. Das heißt also mal so ein Blick auf die Ausrüstungsmöglichkeiten zu werfen, auch in positiver Hinsicht, finde ich ganz besonders wichtig. Denn man kann eben etwas sehr schnell schlecht reden, aber etwas schön zu reden ist oftmals sehr viel schwieriger. Wenn ich zurückdenke in die Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren, da waren wirklich Zeiten, wo man ISO 400 nicht fotografieren konnte, ohne dass man wirklich also Augenkrebs bekommen hat. Und das ist auch so ein Beispiel, woran man merkt, so zwischenzeitlich mache ich mir über ISO-Werte fast gar keine Gedanken mehr. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch so ein bisschen natürlich hier mit diesem Vortrag und diesem Beitrag ein bisschen kritisch hinterfragen, wohin sich die Fotografie in technischer Hinsicht überhaupt entwickelt. Denn es bleibt etwas, eine andere Frage, unterstützt uns die Technik heute noch oder hindert sie uns im Ergebnis? Und diese beiden Aspekte, die möchte ich so ein bisschen aufgreifen. Zum Ersten würde ich gerne anfangen mit dem Kameramarkt. Der Kameramarkt ist leider für viele gar nicht so richtig verständlich. Denn der Kameramarkt, der ist keine Blase, die sich um Köln oder Düsseldorf herum bewegt, sondern der Kameramarkt ist eben weltweit gesehen. Da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen, dass man da nicht irgendwo in so eine Falle stolpert und sagt, aber das müssten die Hersteller doch machen. Die Hersteller gucken im Ergebnis auf die Gesamtzahl der Verkäufe. Die gucken auf alle Leute, die fotografieren und nicht nur zwangsweise so einen Krolop, der irgendwie die und die Funktion braucht. Das heißt also, wenn man sich den Kameramarkt anguckt, dann muss man auch so ein bisschen zurückgehen. Und an der Stelle darf ich gerne mal verweisen auf ein Herzensprojekt von Thilo. Na? Die hat nämlich gemacht dazu, dass wir mit Anders Uschold die 100 Jahre Kameratechnikstrecke bei YouTube aufgenommen haben oder angefangen. Und Thilo, Ja. das ist auch sehr interessant, weil du bist ja so ein Analogliebhaber, wie sich die Kameras über die Jahre entwickelt haben, ne? Naja, definitiv. Moment, ich muss hier kurz. Und ist natürlich auch schön zu sehen, inwieweit. Moment, ich muss. Ja, inwieweit es den Menschen einfacher gemacht wurde, im Prinzip. Auf der anderen Seite aber auch nicht. Also, Darum wollen wir heute nochmal hinaus, ne? ja, genau. Und darum soll es ja auch so ein bisschen gehen. Aber es ist schon spannend zu sehen, was sich in den letzten 100 oder ja 120 Jahren getan hat. Und es tut auch gut, glaube ich, mal ein bisschen zu referenzieren, was da alles passiert ist. Also, wenn man da so zurückgeht in die Zeit, es fängt ja schon bei Fokus oder so an, ne? Wann war die erste Autofokuskamera? Irgendwie 70er oder sowas, Ich ne? würde auch Ende 70er, Anfang 80er sagen. Und was ja spannend zu sehen ist, dass das auch damals irgendwie ein Ding war, ne, wo sich Leute drüber aufgeregt haben. Der Also. Thilo, der sammelt unter anderem so alte Zeitschriften rund um Fotografie. Und wir machen uns immer so ein bisschen Spaß draus, Sachen uns rauszusuchen, die
sozusagen so zurück in der Zukunft sind. Es gab wirklich, als der erste Autofokus rauskam oder die erste automatische Belichtungsfindung, gab es Leute, die geschrieben haben, das ist das Ende der Fotografie. Und irgendwie kommt mir das heute auch so ein bisschen wieder vor. Diese Thematik hatten wir bei dem Wechsel von DSLR auf spiegellos. Das heißt also, als die Kameras noch im Endeffekt so aussahen, na, mit einem wirklichen Sucher, und jetzt irgendwie sehen sie dann neuerdings so aus, sind ein bisschen kleiner geworden, sind noch die gleiche Form, aber haben eben ein spiegelloses System bekommen. Und da war auch so, dass das im Ergebnis viele Leute geschrieben haben, ach, das ist doch gar keine richtige Fotografie mehr, ich will nicht auf dem Display gucken, ich will hier nicht sonst was. Und irgendwie wiederholt sich sehr viel in der Fotografie. Und gerade was jetzt Thilo auch angesprochen hat, ist so eine Sache, die ich auch persönlich sehr vorwurfsvoll der Industrie gegenüber halte, ist, es wird uns einfacher gemacht, aber irgendwie doch nicht einfacher. Auf vielen, vielen, vielen Workshops, die ich vor der komischen Krankheitszeit gemacht habe und jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr, war es so, dass man oftmals den Fotografen die ganzen Zusatzfunktionen, diese Luxusfunktionen erstmal ausschalten muss, um überhaupt reproduzierbare Ergebnisse zu sichern. Das fängt ja schon bei einem kleinen Ergebnis an, und zwar, ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, aber viele Kameras, die es heutzutage gibt, die haben eine automatische Bildbearbeitung drin. Das heißt, wenn man also, selbst wenn man JPEG ausschaltet, ist es so, dass diese Kameras einen Bildstil implementieren und auf die Sensoraufnahme legen, also auch ins RAW rein, in die Ansicht jedenfalls. Und dort kann dann Landschaft oder Porträt stehen. Und je nachdem, was man fotografiert, also wenn die Kamera zum Beispiel einen blauen Himmel erkennt, dann sagt sie auch, das ist eine Landschaftsaufnahme, dann machen wir das nochmal die Grüntöne stärker und die Blautöne. Das heißt, die Kamera arbeitet in ganz vielen Dingen so, dass man als Fotograf, als Nutzer gar nicht mehr so richtig weiß, ist das reproduzierbar oder nicht? Was muss ich jetzt machen, damit ich genau nochmal so ein Ergebnis machen kann? Und wie schon gesagt, ich bin manchmal auf Workshops mehr beschäftigt gewesen, diese ganzen Automatiken auszuschalten, um den Menschen die Fotografie, die eigentlich aus Blende, ISO, Zeit und Autofokus sich zusammensetzt, irgendwie näher zu bringen und auch wirklich das Ganze wieder zu vereinfachen. Und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, der heute oftmals so ein bisschen, ich glaube, es wird immer komplexer, was die Technik betrifft, und dadurch entstehen neue Probleme. Kommen wir einfach mal so ein bisschen über die oder auf die Entwicklung der Kameras und greifen so ein bisschen zurück und gehen so ein bisschen zurück in der Zeit. Fotografie war ja immer eine Sache, die eigentlich sehr komplex war und die eigentlich gar nicht so viele Leute machen konnten. Auch aufgrund der Kosten, auch aufgrund der damit einhergehenden Aufwände, die man betreiben musste. Also ich rede jetzt davon von den Anfängen, wo man noch wirklich so mit Zählen und Platten reinschieben und alles Mögliche mit Gelatine aufgießen und alles Mögliche. Erst so nach dem Krieg kam so eine Zeit, wo dann so ein Massenmarkt der Fotografie eröffnet wurde. Und da gab es auch ganz komische Entwicklungen. Zum Beispiel wurde dann die Kamera immer kleiner, der Sensor wurde auch immer kleiner. Thilo, du kannst ja das sagen, wie dann irgendwelche Spycams. Sensor, das Filmformat. Das Filmformat, ja. Ja, es wurde alles ein bisschen portabler erstmal. Genau, ging vom Mittelformat oder Großformate in Kleinbildformate oder sogar in noch kleinere Formate. Und dann gab es auch eine Zeit, wo man so Kameras wirklich auch förmlich den Markt geschwemmt haben und wurde so ein bisschen so mit Rimini und Italien über die Alpen fahren und Fotos machen vom Urlaub, so ein bisschen inflationär wurde Fotografie. Und dann kam eigentlich wieder so ein bisschen, ja, so eine konstante Entwicklung, und dann ging es los mit den Digitalkameras, die einen riesigen Boom herausgebracht haben für den Digitalfotomarkt und die sehr, sehr, sehr viel verändert haben, weil plötzlich wurde auch wieder Fotografie so man hat schon wieder so einen Kostenfaktor weggestrichen. Das heißt also, der ganz große Kostenfaktor ging weg auf Kleinbild und dann haben viele Leute angefangen zu fotografieren. Dann kam die Speicherkarte ohne Entwicklung und Co. Man brauchte nur noch einen Computer und schon wieder ist so ein Kostenfaktor weggebrochen und man konnte eben auch wieder in der Masse fotografieren. Also Digitalfotografie, bam, hoch ging es mit den Verkäufen und mit dem Gesamtmarkt und jeder wollte Fotos machen. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwie so, als ich groß geworden bin, so im 2000er Jahr rum, da hatte mein Vater so eine kleine Kompaktknipse und meine Mutter hatte auch eine, weil man konnte ja anders gar keine Fotos machen. Das Handy gab es noch nicht und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass sich dieser Kameramarkt eben immer sozusagen eigentlich gepusht hat, wenn die Kosten weggingen. Das bedeutet, immer wenn man für weniger Geld Fotos machen konnte, hat es
den Markt beflügelt. Und jetzt ist sozusagen ein anderer Punkt, der auch in den letzten Jahren die Fotografie beflügelt hat. Ich sage immer, noch nie wurde so viel Fotomaterial auf Speicherkarten und Datenträger gespeichert und so wenig fotografiert wie heute. Ich rede vom Handy. Für mich ist das Handy keine wirkliche Alternative, weil es eben ein Ding ist, was zum Fotografieren gemacht wurde und wo eben die Hersteller versucht haben, über die Fotofunktion neue Handys zu verkaufen. Bedeutet, eigentlich haben die Fotohersteller genau das gemacht, was die Kamerahersteller vor ein paar Jahren gemacht haben. Ich habe angefangen zu fotografieren mit einer Sigma SD9. Die hatte, glaube ich, 3 Megapixel. Und dann war irgendwann die Canon 30D bei mir in der Hand und die hatte 6 Megapixel. Und da muss man keine Mathematik studiert haben, Thilo, um zu wissen, dass das ein 100% Aufschlag an Auflösung ist. Das ist fantastisch. Ich habe mir jetzt erst neuestens hier eine Kamera gekauft, also neuestens, die hatte sogar etwas weniger Megapixel als die davor. Das heißt, die war bei 26, so die Mittelformat, die Kleinbildkameras, Vollformat liegen ja alle so um den entweder 50 Megapixel Bereich oder 25 Megapixel Bereich. Und da hat man nicht mehr diesen Sprung. Bedeutet, wenn jetzt die nächste Kamerageneration rauskommt, wird sich die Auflösung definitiv nicht verdoppeln. Das passiert nicht. Das wäre zu krass, der Sprung. Und was die Handyindustrie gemacht hat, ist halt genau diesen Punkt eingegriffen, dass sie genau gesagt haben, okay, jetzt ist das Handy und es hat nicht mehr 3 Megapixel, es hat 6 Megapixel. Und aus 6 wurden dann 12 und aus einer Linse wurden 2 und aus 2 wurden dann 4. Also diese Multiplikation beim Handy, beim Fotohandy, die findet halt jetzt aktuell noch statt und deswegen kann man Käufer dazu bekommen, sich das neue iPhone XY zu kaufen und eben bei der Kamera wird es deutlich schwieriger. Dazu gibt es eine sehr schöne, ich muss ein bisschen abspicken, damit ich nicht falsch erzähle, weil denn, muss ich zugestehen, ich habe das so ein bisschen von Anders Uschok geklaut. Wie gesagt, unsere 100 Jahre Objektivstrecke, 100 Jahre Kameratechnikstrecke muss man sich unbedingt angucken, aber da braucht man ein paar mehr Stunden als hier dieser Vortrag. Es gibt ja so eine schöne Entwicklung zeitlich gesehen über, eigentlich gilt es bei allem. Also bei allem, was man macht, kann man sagen, gibt es so eine Entwicklung. Erstens kommt, dass der Nullpunkt ist. Also irgendwas existiert noch gar nicht und es wird erfunden. Und dann kommt die Entwicklungsphase. Und die Entwicklungsphase geht relativ gut hoch. Und wenn sich dann mehr Kunden mehr für interessieren, dann steigt auch mit dem Budget sozusagen das Entwicklungsbudget und so weiter und so fort. Und es wird immer steiler. Das ist die Phase der Entwicklung. Die Phase der Entwicklung, da sind sehr, sehr, sehr krasse Änderungen der Qualität und der Technik zu merken. Aus der Phase der Entwicklung geht es dann langsam über die Etablierung über in die Sättigung. Das heißt also, die Kurve flacht ab, die Entwicklungskurve, und die Neuerungen, die werden immer ein bisschen weniger. Und jetzt sind wir an einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen. Ja, also ich werde nochmal ganz kurz das beschreiben, das ist nichts. Hier steil, dieser steile Pfad, das ist die Entwicklungsphase. Da wird dann sehr viel reingepowert. Dann kommen wir hier zu einer Etablierung. Da ist das Ding eben angenommen. Und dann hier oben wird dann irgendwann die Sättigung erreicht. Und jetzt geht es weiter in 2 verschiedenen Arten. Und zwar, jetzt gibt es den Scheitelpunkt. Und das ist wirklich interessant. Das ist bei fast jedem technischen Gerät so. Entweder geht man in die Eskalation oder in die Resignation. Also entweder geht es jetzt in die Richtung oder in die Richtung weiter. Und das ist super interessant. Ich habe nämlich ein Beispiel für Eskalation. Jeder kennt das wahrscheinlich, zum Beispiel beim Audi. Wenn man da einen besonders teuren Audi kauft, also bei PKW, dann macht man die Tür auf und das Audi-Zeichen wird auf dem Boden projiziert. Da steht dann S8 oder S6 oder eigentlich steht da nur, ich habe Geld und ich habe so viel Geld, dass ich mir das leisten kann. Und ich weiß nicht, Thilo, wie du das siehst, aber das würde ich sagen, trifft die Eskalation. Ja, also ich glaube, das ist kein Feature eines Autos, was essentiell ist, um nach A zu kommen. Nee, von A nach B. Ne? Und da gibt es ja noch viel mehr Beispiele. Also ja. Gerade im Autobereich. Ne? Gerade im Autobereich. Bedeutet, damit man neue Autos verkaufen kann und damit man neue verkaufen, also sagen muss, man muss ja verkaufen, damit die Leute gezwungen werden, sowas zu kaufen, muss man irgendwie entweder sagen, okay, es gibt keine Autos mehr, weil wir brauchen sie eh nicht mehr, oder es gibt keine weitere Entwicklung, wir bleiben auf dem Level, oder aber man wird total bescheuert. Und ja, ich glaube, dass wir gerade in der Fotografie so ein bisschen an diesem Scheitelpunkt angekommen sind. Der hängt auch damit zusammen, dass unsere Augen in gewisser Weise gar nicht mehr
können. Ich habe da einen sehr interessanten Menschen getroffen, und zwar einen Doktor, der in der Entwicklungsabteilung von Schneider Kreuznach, also in Kreuznach hier in Rheinland-Pfalz, nicht hier, ich bin in NRW, aber hier in der Nähe, bei Rheinland-Pfalz, gearbeitet hat. Und ich habe mich auf einem Event mit dem unterhalten, beim Abendessen, und der hat dann gesagt, ja, er hat eine Doktorarbeit geschrieben über Optik, und zwar hat er eine Doktorarbeit geschrieben mit einem Mediziner zusammen, und es wurden Augen operiert von Gutsehenden. Das heißt, man hat Leuten, die 100% Sehkraft hatten oder sogar mehr, die Augen so perfekt operiert, dass sie auf 200% oder sonst was kamen. Ich weiß, 100% ist das Maximum, aber das irgendwie bei Sehkraft ist es nicht so. Also man kann 120% sehen, weil 100 ist irgendwie so ein, egal, da dreht sich jedem Mathematiker der Wagen um. Steigerungen gibt es ja schon, aber keine Ahnung, wie das genau bei Sehkraft ist. Aber ich schätze mal. Das Interessante war, dass die in der Studie festgestellt haben, dass wenn man Leuten die Sehkraft erhöht über das übernatürliche Maße hinaus, dass die Menschen wirklich irre geworden sind. Also die sind durchgedreht, die haben Kopfschmerzen bekommen, die konnten mit der Flut an Informationen nicht mehr zurechtkommen, und die meisten aus dieser Studie wurden wieder zurückoperiert. Das heißt, man hat die Sehkraft wieder zurückgenommen. Und das hatten wir in einem Gespräch über 4K. Also auch bei Video gibt es ja so eine Sache, braucht man 4K, braucht man 6K, braucht man 8K. Und das Ergebnis von ihm war eben, in seiner Doktorarbeit, dass der Mensch ein limitierender Faktor ist. Bedeutet, wenn man jetzt jemanden vor einem 8K-Fernseher sehr nahe sitzt, wird der relativ schnell Kopfschmerzen bekommen, weil die Reizüberflutung an Schärfe und Informationen zu viel ist. Bedeutet, man kann natürlich höher auflösend aufnehmen, aber wenn die Arme nicht breiter werden, kann das Fotobuch irgendwann nicht mehr größer werden, und dann ist die Auflösung irgendwann nicht mehr sinnvoll. Und genau das ist so der Punkt, wo die Fotoindustrie gerade hängt. Und ich finde das interessant, wie die Fotoindustrie aktuell darauf reagiert. Jetzt vielleicht erstmal ein Kritikpunkt von meiner Seite aus. Ich finde, was die Fotoindustrie komplett beiseite lässt, ist, dass sie eigentlich auch mal rückwärts entwickeln könnte. Bedeutet, die günstigste Vollformatkamera, die man so aktuell kaufen kann, ist, glaube ich, eine Sony Alpha 7. Könnte so sein. Jedenfalls ist sie ja schon ein bisschen älter und wird oftmals mit irgendwelchen Discounts dann vertrieben. Liegt bei 1500 oder 12 oder 1300 Euro. Das ist schon ein sehr niedriger Preis für eine Vollformatkamera, wenn man auch sieht, wie das früher war. Aber irgendwie wird sich gerade aktuell sehr stark auf diese Top-Level- und High-End-Modelle konzentriert. Wir haben eben hier, wir nennen dieses Objektiv den Elefantenfuß, unser 2870. Und dieses 2870 F2.0 ist so ein typisches Beispiel, wo so ein bisschen die Entwicklung in den High-End-Bereich übergeht. Also mit einem 2470-2.8 konnte man genauso gute Bilder machen, aber das ist halt eben hier so ein bisschen die Eskalation. Braucht man die Blende von 2.0? Ich würde sagen, als Normalsterblicher nein, aber... ja. Was lachst du? Hey, schon gut. Ja. Als Fotoverrückter oder wenn man damit arbeitet, dann ist das natürlich schon interessant. Wenn man aber gleichzeitig kombiniert, was natürlich hier mit dieser Blende und mit den heutigen ISOs möglich ist, dann ist man auch wieder bei einem Punkt, wo man sagt, okay, das Auto fährt immer nur noch von A nach B. Was ich auch super interessant finde, ist dieser Analogtrend, der sich sozusagen als Gegenpunkt herauskristallisiert. Also das heißt, wir sind hier an einem Punkt angekommen, wo die Kameraindustrie jetzt was sagt, ich werde verrückter, ich werde extremer, wir zeigen jetzt mal wirklich, wo der Hammer hängt, und wir machen solche Linsen. Ich meine, ich war jetzt am Wochenende erstmal zu Hause bei meinem Vater, der auch ein bisschen Fotografie verrückt ist, und der hat gefragt, sag mal Martin, ich kenne 50mm Objektive als 50mm Objektive, also so 5 cm lang ungefähr. Warum sind die denn jetzt alle so groß? Fachsprache nennt sich das übrigens asymmetrischer Objektivbau. Das bedeutet, hier wird nicht symmetrisch die Objektivkonstruktion erfüllt, sondern asymmetrisch. Da sind also sehr viele Linsen drin, die man eigentlich gar nicht braucht, es sei denn, man will irgendwas korrigieren. Das sind so die Gründe, warum man das hat. Also das ist ein 50mm 1-2 Objektiv, und das ist einfach ein Riesentrümmer, wenn man überlegt, dass, Thilo, was ist dein 50mm 1-4, was du für die Nikon hast? Na, ich schätze, das ist ungefähr 5 cm groß, ne? Ja. Also, ja, die und trotzdem 1-4er, muss man auch sagen, ne? Ja. Also es geht schon, aber halt, ja gut, digital ist eh nochmal anders, ne? Da wird eh nochmal anders gerechnet, digital muss anders gerechnet werden. Ist eh nochmal anders, richtig, aber...
Jetzt bildet sich so ein Analogtrend raus. Ich war erschrocken, wie viele Leute analog fotografieren. Thilo, du bist ja auch in so einer Szene da drin, ne? Ich wollte sagen, kriege ich jetzt einen erschrocken, ja. Wie viele Analogkameras hast du? Ich habe letztens mal, ja, es ist irgendeine mittlere zweistellige Zahl mittlerweile geworden. Und die sind nicht alle billig, ne? Nee. Also manche schon, viele nicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber suchst du jetzt nach Gründen. Was soll das? Du suchst jetzt nach Gründen, warum das so ist. Ich glaub, warum nutzt du veraltete Technik? Es ist so ein bisschen, glaube ich, ja, also viel spielt da, glaube ich, das Handwerkliche rein und dass man auch sich so ein bisschen, dass man mehr den Einfluss drauf hat, glaube ich. Also wir können uns alle, glaube ich, alle einig sein, dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Also wirklich gewerblich, professionell arbeiten kann, weil da gibt es halt andere Möglichkeiten. Ne? Aber so rückbesinnend und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wort. Ich würde vielleicht behaupten, das ist so ein bisschen Enttechnisierung. Also, ja, das auch. Also, ich habe mit Thilo schon oft diskutiert, auch Marc ist ein Anhänger von Analogfotografie und dann, ich kenne auch alle Gegenargumente. Ja, der Look, man könnte mit genügend Arbeit und mit genügend Aufwand und mit ein bisschen, man kriegt auch auf dem digitalen Sensor einen Look raus, der heutzutage, also ich würde mich da wirklich, ich weiß, jetzt werden sich alle Leute im Grab umdrehen, aber ich behaupte, das Digitale kann Dinge auch nachmachen. Also man kommt damit sehr viel besser zurecht. Das ist veraltete Technik. Aber ich glaube, es geht vielen Leuten, die analog fotografieren, gerade deswegen darum, weil sie sozusagen sich enttechnisieren. Und das ist wieder so ein Punkt, wo, glaube ich, diese Kameraentwicklung auch teilweise in die falsche Richtung geht. Das heißt, wenn ich eine Kamera baue, die so viele Funktionen hat, dass ich sie irgendwann gar nicht mehr richtig beherrschen kann, dann will ich als Fotograf auch irgendwann sagen, okay, das ist mir alles viel zu viel. Ich finde, die heutigen spiegellosen Systemkameras sind so mächtig geworden, dass man teilweise so ein bisschen nach der Macht suchen muss. Ja, es ist so ein bisschen, das ist so, ja, also, es klingt so ein bisschen nach Technikbolide, ne? Also, es ist so, wie formuliert man das? Also, Wie formuliert man das? Es schränkt in seiner Uneingeschränktheit dann doch irgendwie ein, ne? Und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen drehen und ein bisschen wenden, genau. Weil jetzt bisher war der Vortrag ja so ein bisschen negativ auf die Entwicklung bedacht. Mir ist es letztens wieder aufgefallen, wir haben ein kleines Blogvideo gemacht, was die Tage über auf unserem YouTube-Kanal läuft, wo ich mit einem Geburtstagsgeschenk von Thilo fotografiere, nämlich der Sigma SD9. Der Thilo hat mir auf seinen Eskapaden, auf seinen täglichen Suchen nach Analogkameras, hat er meine erste Kamera sozusagen gefunden. Ich glaube, vielleicht es war sogar die erste, weil so viel gab es davon. Das war wahrscheinlich genau die. Wer hat schon den Sigma SD9 gekauft? Nur Idioten. Ja. Du und ich jetzt. Und ich. Also eigentlich haben wir beide jeweils eine gekauft, Thilo, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich damit fotografiert und es war einfach nur eine, es war unfassbar schwierig. Es war hinderlich, es war nervig, es hat geklappt, es ging. Aber es war einfach Gesichtserkennung, Augenerkennung, der Autofokus, mit Stangenautofokus, also da war ja richtige Motoren drin. Die Displays, man hat gar nicht gewusst, was man eigentlich fotografiert. Das Bild sah blau aus. Ich dachte, der weiße Bereich sei falsch, obwohl ich mit dem Kolorimeter eingemessen hatte. Auf dem Display sah das nachher, auf dem Monitor sah es ganz anders auf dem Fernseher, auf dem Computer. Es war alles einfach nur nervig und schwer. Und ich habe in der nächsten Sekunde hier eine Nikon Z5 in die Hand genommen. Das ist jetzt eine Z7. Und es war einfach alles so spielerisch. Und die Objektive sind so scharf geworden. Ich habe mir mal Bilder von damals angeguckt. Ich habe mehr CAs gefunden und mehr Farbsäume, als ich Bildinformationen, als ich Model oder Augen gefunden habe. Ich glaube, wir schätzen teilweise gar nicht mehr die Macht, die wir damit haben und was eigentlich mit solchen Objektiven möglich ist. Es sind auch noch teilweise unfassbar veraltete Lehren unterwegs, dass man irgendwelche Objektive abblenden müsse, damit die leistungsstark werden. Mhm. Sowas war vor 20 Jahren mal der Fall. Heutzutage werden die Objektive ganz anders gerechnet und ganz anders auch ausgelegt. Also man muss das nicht mehr so machen, sondern man kann auch wirklich mit Blende 1.2 oder 1.4 fotografieren, wenn man sich schon so ein Objektiv leistet. Naja. Ja? Nee, ich hatte, also ich vergleiche das immer mit ISO, ne? Offene Blende war damals so das ISO von heute, weißt du? Weil es nicht so ISO-starke Filme gab, also empfindliche Filme gab, hat man halt offenblendige Objektive gebaut mit den Abstrichen in der Qualität. Weißt du, wie ich meine? Und ja. Das geht ja heutzutage anders. Absolut nicht mehr. Ja. Ich finde, man hat heutzutage gar nicht mehr so den Fokus darauf, was eigentlich die Entwickler machen,
weil es sieht so nach wenig aus, aber ein gutes Beispiel, jetzt das letzte Objektiv, was rausgekommen ist von Sony, das 18mm 1.4 oder war es ein 16mm 1.4? Ne, es war glaube ich 18mm 1.4. Das ist so ein Objektiv, was eigentlich, glaube ich, nur für Astrofotografen gebaut wurde. Aber das hat eine Leistung, eine Performance, das ist unfassbar, dass man ein solches Weitwinkel mit der Blende so scharf bauen kann. Abstrus. Anderes Beispiel, Nikon Noct. Ich weiß, ist eine unzahlbare Linse, die irgendwie für eine Woche bei uns testweise mal im Koffer hierher kam und dann wieder wegging. Aber diese Qualität bei einer Blende von 0,95 überhaupt in der Lage sein zu konstruieren, ist unfassbar. Genauso finde ich jetzt zum Beispiel bei der Panasonic, bei der Lumix, dieses Kit-Objektiv, was da so verkauft wird, das hat ja immer noch das Problem, dass es oftmals so als Kit-Objektiv betitelt wird. Ich fotografiere unfassbar gerne mit diesen 20 mm. Ich war jetzt erst letztens wieder unterwegs und dieses Kit-Objektiv bei Blende 3,5 ist schon so scharf, dass ich immer mich selber sozusagen bestrafe, weil ich denke, ach, jetzt habe ich nur das Kit-Objektiv dabei. Also die Performance der Dinge ist so viel höher geworden, als man das früher hatte. Aber das Problem ist, wir nehmen es oftmals gar nicht wahr, weil wir nicht wirklich relativieren und vergleichen können, weil uns dieser Vergleich fehlt. Das sind Entwicklungen, die gerade passieren, die wirklich, wirklich toll sind. Anderes Beispiel, gestern im Vogelpark gewesen, im Greifvogelpark in Hellenthal mit dem Tamron 150-500 für E-Mount, für Sony E-Mount. Und ich fand es unglaublich, was Tamron da wieder entwickelt hat für ein E-Mount. Wir haben Adler fotografiert, so ein Adler, der große, war kein Falke, der ging mit 250 km/h, hat der Falken uns gesagt, runter in den Sturzflug. Und überhaupt ein Objektiv zu bauen, also Vogelobjektive, kann man ja gerne mal bei Calumet im Store gucken, ne? So ein 600mm oder so ein 400mm F4. Die haben ja gekostet wie ein Auto und kosten ja heute teilweise noch wie ein Auto. Und plötzlich kommt da so ein Tamron und baut ein 150-500, was von der Fokus-Performance, von der Schärfe und von der Qualität so ist, dass man da wirklich auch fotografieren kann. 500 mm an der Crop-Kamera, an der Alpha 6600, habe ich Bilder gemacht, wo ich wirklich die Haarstrukturen der Federn im Federkleid sehen kann, und zwar auf 50, 60 Meter weit weg. Man nimmt es gar nicht so wahr, was da passiert, weil man irgendwie vielleicht das Ganze auch teilweise nicht einschätzen kann. Aber wir sind, und da will ich vielleicht nochmal sagen, wir sind bei einem Punkt, wo es einfach schon unfassbar hoch ist. Und wenn es jetzt nur noch so viel höher geht auf dieser Skala, dann kann man das oftmals einfach nicht einschätzen, weil man das unten, diesen Graben vielleicht gar nicht kennt. Aber auch hier ist so ein bisschen was vielleicht auch mit der aktuellen Zeit zu tun hat. Nörgeln ist einfacher als was loben. Unter anderem haben wir auch deswegen die Objektivstrecke bei YouTube aufgehört. Man kann die jetzt nur noch bei uns über das System angucken. Aber irgendwie so ein bisschen wertschätzen, was da eigentlich passiert und was man dafür das Geld bekommt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Vielleicht auch, weil die Hersteller sich so ein bisschen auf die falschen Marketingpunkte konzentrieren. Also 50 Fokusfelder mehr bringt mir jetzt nichts. So, jetzt genau. Der Timer ist abgelaufen. Genau. Der Timer ist abgelaufen. Wir können auch weiterreden. Wir können auch weiterreden. Uns stört keiner bisher. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, ich übernehme mal wieder. Ja, wenn jetzt keiner stört. Ach nee, jetzt wollte ich gerade die Zeiss ZX1, sie haben die noch rumliegen. Übermorgen geht sie zurück. Ist das mal eine unfassbar... Moment, ich halte sie rein. Ja. So, da ist er. Oh. Die ist innovativ. Ja. Danke dir, Martin. War auch total schön, Tino mal wieder zu sehen. Wir haben uns das letzte Mal beim Oktoberfest 2019 gesehen. Da habe ich mich jetzt eben... Verändert. Der ist gar nicht gealtert. Ja, der ist, sieht aus wie vorher, genau. Aber auf jeden Fall war es total schön. Alles, was altern kann, ist verdeckt von Haaren. Sieht aus wie immer. Auf jeden Fall habe ich mich zurückerinnert an die Vor-Corona-Zeit und schön, euch beide zu sehen. Ihr seid ja nachher nochmal da. Um 17.30 Uhr seid ihr wieder zurück mit einem Live-Shooting. Genau, dann wird es richtig praktisch. Ja. Freuen wir uns drauf. Bis dahin erstmal. Bis später. Dankeschön. Bis später. Ja, und jetzt geht's